Servus Leute und willkommen zurück zu CT6L 2012. Ja, der Hafen, glaube ich, kommt ganz gut an bei euch, was ich so von den Kommentaren her gesehen habe. Ich habe aber gerade auch im Ladescreen gesehen, dass wir massiven Mangel an so ziemlich allem haben. Deswegen sollten wir uns langsam mal darum kümmern, dass wir diese ganzen Mangel erstmal ausgleichen, bevor wir beim Hafen weiterbauen. Weil durch diese ganze Industrie, die wir hier natürlich jetzt gebaut haben, die ziemlich viele Arbeiter braucht. Und andere Güter haben wir ja ziemlich einen Mangel. Ihr seht es ja hier: Abfallverwertung, Wasser, Landwirtschaft, Schwerindustrie auch. Warum auch immer. Produktionsgewerbe haben wir einen deutlichen Überschuss. Ja, gut. Weil ich einen Überschuss an Produktionsgewerbe habe, habe ich natürlich auch einen Mangel an Schwerindustrie. Weil Produktionsgewerbe braucht ja Schwerindustrie, um zu funktionieren. Und ich habe einen massiven Mangel an Arbeitern. Ich werde jetzt hier mal dieses Gebiet weiterbauen, damit ich diese Innenstadt hier zumindest bis zur Autobahn mal abgeschlossen habe. Das wollte ich ja schon länger mal machen. Beziehungsweise eigentlich ja nicht, aber egal. Dann machen wir das jetzt mal. Oh, ich sollte vielleicht auch fortsetzen, sondern dass ich reiße das jetzt hier nur ab, weil ich die Straßen gleich durchziehen möchte, die hier ja irgendwann mal später existieren sollen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das jetzt so eine kluge Idee war, was ich da gerade gemacht habe. Moment, warum habe ich überhaupt die Modgebäude aktiv? Ich weiß es nicht. Hab die doch nicht angeklickt. Egal. Dann ziehe ich mal hier kurz das provisorisch nochmal durch, weil ich eigentlich nur diese Straßen hier weghaben möchte. Die muss so oder so weg, weil ich die gerade hier nicht brauchen kann. Die muss auch weg. Und diese ganzen Häuser, die hier stehen, erstmal. Dann kann ich nämlich erstmal den Plan umsetzen, den ich habe. Und diese große Allee da durchziehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nichts lösche, was wichtig ist. Das ist so ein gewisses Problem an dieser ganzen Sache. Dieser Parkplatz muss erstmal weg. Vor allem auch diesen Hügel hätte ich sehr, sehr gerne weg, weil das sieht hier mehr als Kacke aus gerade. Da muss ich mal schauen, dass ich den irgendwie wegbekomme. Machen wir das doch mal hier alles weg kurz. So. Erstmal Kahlschlag hier. Der Beton kann mal weg. Da können dann eventuell noch Parkplätze hin. Mal schauen, was ich da mache. Das werden wir gleich sehen. Massive Abwanderung. Ja, you don't say. Ich habe gerade die halbe Stadt abgerissen. Ich mache das jetzt erstmal mit den Brücken und baue das danach wieder um. Ihr wisst ja warum. Weil die Brücken ja deutlich, deutlich angenehmer zu bauen sind. Was so Sachen angeht hier. Wobei sich das hier gerade auch irgendwie in Grenzen hält. Ich muss das, glaube ich, so machen, sonst geht das nicht. Sonst ist der Vorteil mit dem Gerade nämlich gleich wieder dahin. So, hier kann ich aus unerfindlichen Gründen jetzt nicht vorbei. Baue ich mal bis hier. Und lösche die natürlich gleich wieder. Weil diese Straße wird apokalyptisch teuer, wenn ich die so baue. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt reichen wird, um das zu begradigen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ihr seht ja schon, hier backt sich's jetzt wieder ran. Das ist eigentlich nicht sehr schön. Ich hasse sowas. Weil es ja alles uneben ist. Wieso ist das alles uneben? Ich kann doch hier nicht alles voller Ding, voller normalen Straßen. Das geht nicht. Ich muss das wieder manuell hier durchziehen, ne? Hilft ja nix. Muss manuell hier. Ja, mehr oder weniger gerade. Das ist nicht so einfach hier, wie gesagt. So kann man es machen, dann geht es hier wieder nicht durch. Ich muss das jetzt wirklich hier sehr, sehr, sehr umständlich bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas stört mich. Aber ich kann es halt leider nicht ändern, weil das Spiel nun mal so suboptimal programmiert ist, was Steigungen angeht. Hier ist es jetzt wieder komisch, weil hier so ein Hügel drin ist, der nicht da sein soll. So möglichst gerade hier weg. Das ist kacke alles hier. Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen so fluche. Aber bei dem Spiel muss man das auch, glaube ich. Jetzt haben wir jetzt mal so einen kleinen Hügel drin, der ist aber zu verschmerzen. Hoffe ich. Aber hier geht es jetzt nach unten. Das kann ich jetzt nicht ändern. Wieso kann ich hier nicht vorbei? Hä? Ich muss das nicht verstehen, oder? Nicht genügend Platz für die. Da ist irgendwie diese Freizeiteinrichtung hier im Weg.
Ich weiß jetzt gar nicht, was da falsch ist, aber irgendwie ist da was im Weg. Jetzt kann ich aber auch nicht vorbei. Das passt hier irgendwie nicht, ne? Ich frag mich nur, warum. Gut, dann machen wir es halt so. Bitte verschwinde mal, liebes Gebäude. Geht trotzdem nicht. Muss ich das jetzt verstehen gerade, was jetzt abgeht, oder ist das eher so... Spiel hat gerade keinen Bock. Ich glaube, es ist eher so, Spiel hat gerade keinen Bock. Kann das sein? Hä? Was fehlt da? Was ist denn da nicht richtig? Bis hierhin kann ich bauen, aber dann geht's nicht weiter. Hier geht's auf einmal. Hä? Ich hinterfrag das nicht. Ich akzeptier's. Das ist, Akzeptanz ist, glaube ich, das Beste bei dem Spiel. Einfach akzeptieren und hinnehmen, wie es ist. Jetzt haben wir zwar natürlich noch weniger Leute, die hier, die wir eigentlich bräuchten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen suboptimal gewesen. Wir brauchen auf jeden Fall hier drüben. Was hatte ich denn hier? Auf die Seite kommen so ein bisschen die Qualifizierten. Vielleicht direkt in die Hauptstraße noch so ein bisschen die Ungelernten. Wobei, eigentlich muss es best andersrum sein. An die Hauptstraße so ein bisschen die Qualifizierten der hohen Dichte. Hier vorne so ein bisschen wohnen. Und diese Gebiete muss ich auf jeden Fall ausnutzen. So gut es halt geht. Wobei das hier natürlich so ein bisschen schlecht ist. Weil das alles nicht richtig passt. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin gespannt. Sehr gespannt sogar. Ach, da ist eine Plaza im Weg. Habt ihr das gerade gesehen? Jetzt ist er nämlich weg, wo ich das Gebäude gebaut habe. Da war eine Plaza im Weg. Ja, das erklärt einiges. Oh Mann, ey, Spiel, please. Hier will ich gar nicht so hoch werden, weil es da dann Richtung Autobahn geht und da passt es nicht so direkt. Da will ich dann eher in der Höhe bleiben, wobei ich das dann auch ein bisschen anders machen werde. So, das können wir mal hier ransetzen. Hier kommt doch so ein Neubau ran oder sowas, das passt dann schon. Hier weiß ich noch nicht, das geht dann hier vielleicht noch weiter, aber das... ich will es jetzt mal gerade nicht ausreizen, das muss jetzt auch nicht sein. Was ich jetzt mal ein bisschen verstärkt nutzen möchte, sind so Sachen hier. Und zwar in ziemlicher Blockform. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen... unabwechslungsreich. Allerdings muss man auch sagen, dass das üblicherweise ja so ist. Ich kann damit dieser Ding eigentlich weitermachen hier. Dieser Farbe. Da machen wir immer so ein blockweises Gebäudezeugs hier. Wie es ja normalerweise auch dann ist im Endeffekt. Da muss ich mich nur so ein bisschen an die Farben halten. Da muss ich aber jetzt auch abwechseln mit den Dichten, weil sonst geht es hier nicht. Sonst kann ich das nicht machen. Ich mache auch die Blockfarben vielleicht ein bisschen abwechselnd, aber großteils wird das jetzt hier so gebaut. Kann man natürlich auch immer ein paar Führungskräfte dazwischen klatschen, wobei ich das gern eigentlich... als Abschluss hätte, aber es geht hier nicht. Gut, dann halt nicht. Dann bauen wir hier mal ein bisschen so Sachen. Hier hinten kann es mal weiß weitergehen. Ist ja an sich egal. Dann wird halt das hinten schon renoviert und weiß gestrichen, wobei man renoviert hier, glaube ich, auch nicht wirklich sagen kann. Das ist ja eher ein bisschen verkommen. Aber naja. Wie gesagt, es ist so typisch US, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zumindest stelle ich mir so eine typisch US-amerikanische Stadt vor. Das ist jetzt halt ein bisschen Ansichtssache in dem Sinne. Ich weiß, ich habe jetzt zweimal das gleiche Gebäude. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Dann sieht es vielleicht ein bisschen arg komisch aus. Das ist halt hier kein Vorort, ne? Das ist alles noch Innenstadt. Das muss man immer beachten. Weil es war von vornherein schon geplant so, dass das hier mal eine höhere Dichte bekommt, das Viertel. Deswegen jetzt nicht wundern, wenn es dann doch so ist. Und hier kann man das noch schließen. Oder man baut da einen Parkplatz rein. Das würde auch gehen. Wobei ich glaube, das schließe ich eher, weil es wäre mir, käme mir wie verschwendeter Platz vor. Und ich denke mal, in Städten wie New York oder so ist da auch wirklich nichts, was man verschenken könnte. Ich kann theoretisch hier hinten, wenn das jetzt in irgendeiner Form geht, ich würde gerne hier noch von oben drauf schauen, aber das geht nur begrenzt, sage ich mal. Weil wenn man hier wieder reinzoomt, dann bin ich wieder bei der Ansicht, bei der normalen. Deswegen sage ich ja, es geht nur begrenzt. Ich wollte hier nämlich jetzt eigentlich eine Straße durchziehen. Aber das könnte jetzt ein bisschen witzig werden hier. Aber es geht. Dann kann ich nämlich hinten vielleicht noch so ein paar Parkplätze gestalten.
Je nachdem, ob das jetzt hier reinpasst. Na, perfekt. Einwandfrei, wie das hier reinpasst, ne? Genau sowas wollte ich nämlich. Gut. Haben wir hier innen noch so ein paar Parkplätze für diese Leute, die hier wohnen. So, und das mal ziehen wir jetzt hier durch, in dem Sinne. In diesem Stil ziehen wir das hier durch. Wobei ich natürlich auch von den Führungskräften diese Gebäude hier nutzen kann. Aber die sind schon wieder ein bisschen zu hoch. Das ist auch das Problem an der Sache. Ich meine, sowas kann man zur Not dann schon nutzen. Das geht. Aber ich glaube nicht, dass das hier reinpasst. Das wird schon hier reinpassen dazu. Das ist auch von der Höhe her annehmbar. Sowas wird auch gehen. Aber das ist eher so als Abschluss hier gedacht, ne? Weil hier so ein Bürgersteig rumgeht. Das ist eher so als Abschluss gedacht. Dann bauen wir das hier rum. Das. Na toll. Okay, das darf ich also gleich alles nochmal bauen. Ich bin gleich wieder da. Man sieht sich gleich. Da bin ich wieder. Ich musste nur kurz hier drüben das neu bauen und das, was jetzt halt hier fehlt, muss nochmal neu gebaut werden. Das ist aber nicht so das große Drama. Ich bin ja schon mal dankbar, dass es automatisch speichert, das Spiel, weil sonst hätte ich echt ein Problem. Weil der nämlich, wie gesagt, wenn man dieses Schwarzbild da kriegt, dann ist nichts mehr zu retten, weil er dann nicht mehr speichern kann. Ich verstehe nicht ganz, was das soll und woher dieser Fehler kommt. Aber ich glaube, wenn man das verstehen würde, hätten wir einen Vorteil, weil dann könnte man es beheben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das nie behoben wird. Vor allem, weil ja das Spiel auch scheinbar tot ist. Also, was heißt scheinbar? Es ist tot. Da kann man nichts mehr ändern dran. Da gibt es nicht viel zu rütteln. Leider. Es hätte eine Zukunft haben können. Es ist so unheimlich schade, aber ich habe da so oft schon drüber geredet. Es ist so schade, was da draus geworden ist. Der Vorgänger war ja echt gut, aber das hier ist umfangreich und alles so viel Potenzial, was da verschenkt wurde. Das ist so schade. Und wenn ich es jetzt noch ein paar Mal wiederhole, dann hängt es euch auch zum Hals raus. Und das ist wirklich so schade. Ich habe mich auch echt darauf gefreut. Ich habe den Vorgänger sehr gemocht. Hab ihn inzwischen nicht mehr, weil ich ihn damals illegal hatte. Ja, auch ich habe damals illegal irgendwelche Spiele runtergeladen. Das ist nicht sehr. Kann man nicht stolz sein drauf, muss ich sagen. Sollte man sich nicht mit brüsten, weil auch die Entwickler natürlich von irgendwas leben müssen. Und für ein gutes Spiel zahle ich auch gerne meine 50 Euro, muss ich sagen. Während ich dann solche Spiele wie EA sie teilweise produziert, wie SimCity oder so Sachen, das sehe ich nicht ein. Aber das kaufe ich dann halt auch nicht. Es ist nicht so, dass ich mir Spiele dann aus Frust irgendwie illegal runterlade oder so, weil ich einfach die Entwickler schaden möchte, weil ich den Entwicklern irgendwie schaden möchte, weil das interessiert die relativ wenig, glaube ich. Ich meine, wenn, dann trifft es eher die Publisher. Und die werden dann eher das Gegenteil tun und noch bescheuertere Kopierschutzmaßnahmen einführen. Sieht man ja. Wenn sie intelligent wären, würden sie das nicht tun, aber das ist leider nicht der Fall. Na, ganz ehrlich, wenn sie irgendwo Hirn im Kopf hätten, dann würden sie nicht ständig ihr Geld rauswerfen für irgendwelche DRM-Maßnahmen oder irgendwelche Plattformen, die man, also irgendwelche Download-Plattformen, die auch als DRM wirken, wie Steam oder so Sachen, wobei Steam ja noch das geringste Übel ist. Dann würden sie das Geld eher rein in die Entwicklung der Spiele stecken, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Wird nicht getan, ist schade, kann man auch leider nicht ändern. Das muss schon von den Spieleherstellern selber kommen, dass die das ändern wollen. Und das wird so schnell nicht passieren, glaube ich. So, das sieht an sich recht gut aus hier mit diesen Gebäudereien. Das kann man an sich auch so weiterführen. Ich würde nur hier gern vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbekommen, dass das vielleicht nicht alles gleich aussieht. Wobei das hier. Verdammt. Das wollte ich jetzt nicht, aber dann muss ich kurz die chinesische Plaza da wieder hinbauen. Das ist ja kein Problem. Die Fronten muss ich schon hier so lassen, dass die nach vorne schauen, weil das ja die Hauptstraße hier durchs Gebiet ist. Da sollte man dann vielleicht schon ein bisschen drauf schauen. Ich möchte hier das schon komplett rot haben. Das sieht das echt komisch aus, wenn da mittendrin dann so ein weißes Gebäude drin steht. Ich weiß, ich wechsle jetzt ziemlich durch mit den Bevölkerungsdichten. Das ist mir aber auch echt relativ egal gerade, weil es einfach zu wenig Gebäude gibt, dass man da groß die Auswahl hätte. Es müsste diese ganzen Gebäude für die unterschiedlichen Bevölkerungsdichten geben. Das wäre perfekt. Dann könnte man das alles so schön bauen mit so viel Abwechslung. Und auch dichtemäßig richtig. Also bevölkerungsschichtmäßig richtig, meine ich jetzt.
Das wäre perfekt, wenn das gehen würde. Das wäre auch an sich nicht mal das große Problem. Glaube ich. Weil die Mods kann man ja einfach quasi copy-paste-mäßig wieder weiterverwenden. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht das größte Drama dran. Aber man muss halt erstmal Modder finden, die das umsetzen. Das ist, glaube ich, das größte Problem an dem. Ich glaube, ich habe jetzt zweimal das... Macht auch nichts. Man kann auch durchaus zweimal das gleiche Gebäude nebeneinander setzen. Ist auch nicht so ein Drama. Wobei, das muss weg. Da kommt jetzt wieder die Schlussreihe hier hin. Baue ich halt von hier. Diese Gebäude finde ich echt cool, weil sowas halt echt unheimlich typisch ist für US-Städte in dem Sinne. Und dann sowas natürlich nicht fehlen darf. Finde ich echt gut, dass es dann sowas auch als Mod gibt. Und dass es vor allem auch funktioniert und nicht wieder rumbuggt wie nochmal was. Was ja auch durchaus öfter der Fall ist bei CitySQL. Das heißt durchaus öfter, eigentlich immer. Ja, nicht immer. Es funktioniert ja auch einiges. Das kann man dem Spiel jetzt nicht absprechen, dass es nie, komplett nicht funktioniert. Oder kann man dem Spiel nicht vorwerfen, dass es komplett nicht funktioniert. Das ist auch falsch. Kann man dann auch nicht bringen. Aber so, diese Siedlungen sehen hier schon echt gut aus. Jetzt muss ich doch nur die Plaza bauen. Ich kann aber hier so durchfliegen. Jetzt da vorne ist dann schon fertig. Hier rechts haben wir die Chinatown mit... Holy fuck, that lag! Alter! Und dann haben wir hier rechts diese ganzen Wohnblöcke. Wenn hier in die Straßen hinterschaut, ist es natürlich alles ein bisschen trist. Aber das, glaube ich, geht schon klar so. Und hier vorne kommt man dann erstmal auf freie Fläche, die, vor, die später noch bebaut wird, und dann vorne auf die große Allee, die in Richtung dieser anderen Gebäude führt. Das sieht an sich ganz nett aus. Und von hier hinten, wenn man hier weitergeht, kommt man Richtung Hafen. Der momentan noch so ein bisschen außen vor ist hier, weil halt hier das Gebiet noch nicht so direkt an der Stadt dran ist. Das kommt aber noch. Der wird sich später auf jeden Fall, denke ich, gut einfügen hier. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus und ich muss mal langsam mal einen Cut machen. Ich würde sagen, man sieht sich morgen bei der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus!